Willkommen bei mir, dem Thorsten Rattut und beim Clan Bettest. Ja, ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen, HGBH. Manchmal muss ich mich auch an die alten Rathaus 9 Taktiken erinnern, aber sie scheinen ja auch bei Rathaus 11 zu funktionieren. Zumindest hat unser letzter CK-Gegner uns gezeigt, dass auch RH11 durchaus in der Lage ist, mit so einer Kombination hier 3 Sterne einzufahren. Und bevor ich aber loslege, mir einen Gegner zu suchen, denn ich habe mir ja mal genau so eine Armee hier gebaut. Ihr seht das hier, 3 Heilzauber, einen Wutzauber, einen Sprung, einen Wut in der CB. Riesen habe ich natürlich noch nicht ganz auf Level 8, deswegen habe ich mir 7 Stück in die Klamburg gehen lassen. Ein paar Heiler dabei, ein paar Hawks dabei, ein paar Bowler dabei und ein paar Helden. Kurzes Update hier in der Base. Ich hoffe, ihr habt die Clanspiele gut überlebt, habt genauso wie ich das Heldenbuch schon genutzt. Ich habe schon genutzt, um die Queen auf 45 zu ziehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Queen erstmal auf 50 ziehe und dann den King nach und zwischendurch auch natürlich mal den Warden, oder ob ich jetzt erstmal sage, okay, jetzt macht der King erstmal 5 Level, dass ich die beiden so ein bisschen gleich aufhabe und immer mal so ein Warden-Level dazwischen packe, denn ich habe natürlich überhaupt kein Elex für den Warden im Moment. Da, ihr könnt es richtig vermuten, ich habe es auch in den Kommentaren, glaube ich, mit dem Daumen nach oben zumindest beantwortet, mache ich die Loons im Moment. Das heißt also, ich habe 9,5 dafür ausgegeben, war ja auch so ein bisschen so der Plan nach den Mauerbrechern. Aber ich glaube, das war nach wie vor eine ganz gute Wahl und eine ganz gute Mischung. In meiner Base geht es so ein bisschen voran. Erster Bogenschützenturm ist jetzt schon mal Max Level, der zweite geht da oben, das seht ihr. Und Plan ist eigentlich, dass ich hier einen Tesla weitermachen kann, also den nächsten Tesla 8 Millionen. Die sind jetzt schon drin, weil ich in der Clanburg wenigstens ein bisschen Trostbonus habe. Aber ich möchte jetzt wirklich mal mit dieser Kombination angreifen. Und ich habe noch nie mit dieser Kombination auf RA11 angegriffen. Wir wollen natürlich einen Gegner haben, der viel Lot hat, einen Adler hat und ein bisschen stärker als dieser hier ist. Also ein bisschen stärker darf ich es mir ruhig schon gönnen, glaube ich. Wie auch immer. Ich hatte mir das jetzt in so ein paar anderen Videos mal angeschaut, wie man mit so einer Truppe angreifen kann, und der ist nicht schlecht, aber der hat viel zu wenig Dunkles. Ihr seht, ich bin dunkle Pleite und mache weiterhin hier die Clankriege mit, und deswegen muss ich hier schon so ein bisschen was finden, was ein bisschen knackiger ist, also auch vom Dunklen her. 3,8, 5,1, zu schwer. Obwohl, Mauern können ja aber Sprung werden, ne? Der wäre jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen, aber so richtig so, ich habe ja ein bisschen Schiss. So ist es ja nicht. Ich mache das Ganze jetzt gerade das erste Mal hier. Und da muss ich mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. Okay, das ist jetzt zwar ein R10er, aber ich glaube, den nehmen wir trotzdem mal mit. Er hat zwar zwei... Infernus hier auf dem Multi, aber ich glaube, den kann ich jetzt nicht stehen lassen. Sind wir mal ehrlich. Und dann gucken wir mal. Wir haben ein paar Heiler dabei. Wir haben. Ich hätte jetzt ja fast gesagt, wir gehen ruhig über die Seite, wo die Luftabwehr gerade im Bau ist. Ist natürlich auch optimal. Ich will diese Armee ja testen. Also das dürfte mir jetzt nicht so super krumm nehmen. Ich will diese Armee ja testen. Und für einen Test, ja. Da können auch mal Zehner herhalten. Und ihr seht das ja hier, es gibt hier keinen Mauerbrecher, kein gar nichts. Das müssen komplett hier die Riesen machen. Die müssen ja also durchgehen. Aber ich habe einen Sprung dabei. So, jetzt muss ich allerdings schon mal so ein bisschen meine Helden hier mit reinziehen. Das ist ja erstmal mein Killsquad hier. Und da kann ich ruhig mal... Ich heile die sogar mal hier, die ganzen Riesen. Ich glaube, das ist mal an der Stelle nicht ganz so schlimm. Clanburg hat derjenige jetzt mal nicht. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal hier mit den Hawks rein. Schon mal. Und so ein bisschen Surgical hier. So, die brauche ich noch gar nicht mal so stark durchheilen hier. Ich denke mal, ich muss mal gucken, wo ich jetzt gleich mal so den ersten Heil setze. Ich denke mal, hier ist der ganz gut aufgehoben. Dann gehen hier in jedem Fall reichlich Hawks rein. Ich zünde mal meinen Warden. Ich weiß zwar gar nicht warum, aber ich mache es einfach mal. Ist ja nicht so tragisch. Und ja, die Hawks gehen hier in 7. Also ihr seht das hier durch so eine 10er Base. Das ist schon ziemlich smooth hier. Also müssen wir doch, glaube ich, mal einen 11er finden. Aber ich konnte also die Ressourcen, das,
das könnt ihr mir nicht verwehren. Die kann ich nicht stehen lassen. Sind wir mal ehrlich. Aber ich denke mal, auch ein Zehner, der oder ein Elfer, der auf einen Zehner dippt, so wie ich das heute gemacht habe, mit 88% und 97%, der kann immer mal wieder die Hockreiler hier einsetzen. Und ja, tatsächlich, coole Kombi hier. Alles noch schwer in Heilung. Ich glaube, der King wird jetzt noch gerade hochgehalten. Und ihr seht mal die Masse an Hocks. Und es waren nur 20 Stück. Okay, das war eine RH10er-Base. Ich denke, den nächsten Angriff machen wir in jedem Fall auf eine RH11er-Base. Ich werde das nochmal komplett jetzt nachbauen. Ich muss mal eben nur schauen, wie teuer das eigentlich war. 3000. Alter, ist das teuer. Okay, das ist ganz schön teuer, sehe ich gerade. Ich habe aber mein Gift hier nicht verbraten. Ich muss erstmal ein paar Truppen loswerden. Und ich baue aber die exakte Armee nochmal nach. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen zweiten Angriff hier. Okay, ich habe jetzt gerade die Funny Farm Armee weggeschmissen und ihr seht das hier, ich habe es jetzt auch mal richtig benannt, also Funny Farm Army. Ja, danke für den Hinweis aus den Kommentaren. Ich habe sie jetzt zumindest mal einmal richtig gemacht und jetzt schaue ich mal, dass ich allerdings hier etwas anders an Zaubern nachbaue, denn ich brauche ja das Dunkle und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den letzten Clankrieg rein. Ja, ihr seht es hier, wir haben 71, 69 verloren, aber gegen einen Clan, der wirklich, wirklich gut ist und gegen den Clan The Uprising hat dieser Clan hier schon mal verloren. Ich habe es die Tage schon gesagt, vor 72 Tagen oder so war es auch sehr, sehr knapp. Diesmal waren wir eigentlich noch viel besser, denn unsere Elfer sind oben nach wie vor gut, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie schade wir eigentlich gestartet sind. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also wir haben mit einem 99%igen hier von Palm Beach auf Dietznatz gestartet und so hat sich das auch so ein bisschen die ganze Zeit rauskristallisiert. Das heißt also, auch auf unserer Seite, hier auch auf Gegnerseite, waren es teilweise sehr, sehr knappe Angriffe. Also da, wo jetzt noch bei uns was offen sind, ich meine, es sind nur noch 4 Sterne. Meine Base hat ganz gut gehalten. Ich habe eine neue Base. Und vielen Dank nochmal an den Clan hier. Mit denen habe ich diese Base nämlich gebaut und nach 1000 Mal umbauen und Falle hier, Falle da, hat die Base eigentlich ganz gut schon mal gehalten. Noch nicht ganz optimal. Ich bin heute ganz zum Schluss nochmal gedreiert worden. Das ist aber alles, auch das ist alles im normalen, nicht so schlimmen Bereich hier. Der Gegner hatte hier in der Regel Kobolde in der Clanburg, also Kobolde, eine Hexe und einen Babydrachen. Die Kombi ist nicht schlecht, weil die Kobolde sehr, sehr früh rauskommen. Erstmal die Truppen ein bisschen stören, ein bisschen durcheinander bringen. Aber hier war es, muss ich sagen, besonders ärgerlich, dass sowas hier hin oder sowas hingelegt wurde. Denn es ist ja eigentlich, wir sind jetzt erst bei 54%, ein Stern. Und ihr seht ja, wie viel Defense und wie viel Lager hier noch auf sind. Und wie viel Sammler auch. Das sind ja auch viele Heal Points, die noch in der Base hier im Moment beisammen sind. Aber hier unten die Ecke ist sehr, sehr interessant mit den Hexen. Das sind nämlich mit Masse, ich habe eben mal durchgezählt live, 4 Hexen, die dort noch jetzt richtig für Trouble in dieser Base sorgen. Und wir haben hier nur noch Point Dev. Also mit Point Dev meine ich punktuale Dev außer dem Minenwerfer. Der tut aber auch Hexen nicht weh, wenn sie voll in Heilung sind. Und die ist jetzt schon mal weg. Jetzt haben wir hier unten wirklich nur noch 4 Hexen. Hier oben sorgt noch ein Magier ein bisschen für Cleanup. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist da eigentlich noch übergeblieben? Lag es an der Zeit oder war es wirklich eine Defense, die hier jetzt nicht mehr zu toppen ist? Und ihr seht das hier jetzt, gibt schon ziemlich harten X-Bogen-Beschuss hier von außen, also aus dem 9-Felder-Feld oder 7-Felder-Feld ist es, glaube ich, hier. Und da ist natürlich für die Hexen selber erstmal nicht dran zu kommen. Da kommen nur noch die Skellies ran. Das werden die Hexen nicht mehr packen. Aber ihr seht das hier. Entschuldigt bitte. Einmal kurz den Frosch beseitigen. Ist nur noch der X-Bogen übergeblieben. Und das ist natürlich sehr, sehr schade hier. Echt. Und das war eigentlich unser Start in diesen CK hier. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wenn wir schon CK spielen. Die 1 machen wir immer auf 3 Sterne. Keine Frage hier vom Repo und auch den wollen wir uns mal anschauen. Also auch ganz komisch, die anderen Bases sind halt so hier und da 1 Stern offen geblieben, wenn auch sehr, sehr knapp. Also prozentual waren wir sogar am Ende auf hier mit dem Clan, aber letztendlich, ihr habt es ja gesehen, fehlten die Sterne.
Und der Repo kommt hier mit Bola-Hexen und der Kombi mit den Helden direkt über die Rathausseite. Ja, es ist immer sehr, sehr schwierig, denn hier hat man viele, viele Healpoints. Also ihr dürft das nicht verkennen. Die Gebäude, die man ja erstmal wegmachen muss, die haben viele Trefferpunkte und das müssen die Truppen auch erstmal packen. Und je länger die Truppen für diese Trefferpunkte brauchen, deswegen sage ich auch immer, Leute, macht eure Sammler auch immer maxed, denn maxed haben sie viel, viel mehr Trefferpunkte als andere Gebäude. Also als wenn man jetzt als Rathaus 11, ganz überspitztes Beispiel, einfach mal die Minen und Sammler alle auf Level 5 lässt, denn du musst sie mindestens Level 5 haben, damit du sie boosten kannst, dann ist das zwar nett, man hat ein bisschen was gespart an Zeit, indem man diese Minen und Sammler nicht gemacht hat, aber sie haben natürlich fürchterlich wenig Healpoints und sind ja mit ein, zwei Schüssen so von so einem Magier sofort weg. Vom Bowler brauchen wir da gar nicht reden, denn die machen noch mehr Schaden als so ein Magier und vor allen Dingen machen sie natürlich auch Schaden, das haben wir gerade gesehen, haben wir ein bisschen Glück gehabt hier, dass die quasi in den Abprallern den zweiten Inferno hier geschafft haben und jetzt am Ende auch hier wieder das gleiche Spiel, die Hexen haben nur noch Pointe vor sich und ja, jetzt hier weiß man natürlich schon, dass es ein Dreier gewesen ist, also echt schöner Angriff hier vom Repoman, vom Raphael auf die Nummer 1, also 3 auf 1 und es ist ja nicht so, dass wir es nicht können. Wir haben heute ein bisschen mehr Pech gehabt. War ein fatales Wochenende auch von mir aus gesehen. Mit meinen beiden 88 und 97%igen. Und mit dem verkackten Wochenende passte das sowieso. Aber jetzt wollen wir erstmal den zweiten Angriff hier mit unseren Hogs machen. Jo, ich habe das Ganze mal ein bisschen verkürzt, um ein bisschen die Suche zu verlangsamen. Denn ich bin ja auch relativ hoch in der Liga. Ich bin im Moment im Meister 1. Natürlich mal wieder mehr recht als schlecht reingedefft, aber hier haben wir einen Elfer und ich denke, den können wir machen. Der hat ganz nette Ressourcen für uns und ich bin jetzt mit 8.955 auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also ich würde sagen, den nehmen wir mal mit hier. Was er natürlich nicht hat, der hat keinen Inferno. Das ist natürlich doof, aber was willst du machen? Selbst schuld hier, ich musste nur mal gucken, über welche Ecke ich hier eigentlich komme. Ich glaube, wir nehmen auch wieder diese Ecke hier. So ein bisschen von links hier rein und jetzt müssen wir hier allerdings schon so ein bisschen funneln. Jetzt muss ich eben mal gucken. Das mache ich eigentlich ganz gerne mit dem Babydrachen und vielleicht mit ein, zwei Magiern hier. Dann nehmen wir noch ein, zwei Bowler hier mit rein. Unser Sprung kann, glaube ich, hier kommen und die Bowler müssen in jedem Fall mit rein. Nachdem die das Lager hier gemacht haben, gehen die jetzt auch mit rein. Helden hier mit reingezogen. Wir schicken den King mal voraus. Ah, die gehen jetzt zwar noch nicht ganz so suboptimal hier rein. Ne, die gehen ja total scheiße da rein. Aber ist nicht so schlimm. Wir lassen die Bowler mal außen rum rennen und machen die auch gar nicht schneller. Denn die kriegen gar nicht mal so viel Feuer hier. Wir ziehen die jetzt mal hier in Wut rein. Auch wenn es nicht so super viel sind hier. Dann gönnen wir uns hier schon mal ein paar Hogs. Auf der Seite und auf der Seite hier. Das sind jetzt natürlich die Sachen, die noch nicht ganz Max Level sind hier. Das macht aber nicht. Zwei Stück auf den. Ein paar hier noch rauf. Und ich guck mal gerade, wo ist denn eigentlich. Ach, der Warden da unten. Der Warden ist da unten mit den. Der Heil war gar nicht mal so schlecht. Aber der Gift war scheiße. Der Gift war blöde hier an der Stelle. Und jetzt muss ich hier meine Queen schon mal ziehen, um hier noch ein bisschen durchzuheilen. Okay, das haben wir in jedem Fall gerockt. Auch diese Base hier, also ein RH11, auch ruhig mal gemacht hier. Wenn auch der nicht so super stark ist hier. Machen wir den ruhig mal. Wir zünden hier mal den Warden und den King, dass der seine Fähigkeit bekommt. Wir haben noch einen Zauber über hier. Keine einzige Truppe. Ja, ich denke mal, die kann man in jedem Fall nehmen. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen stärkere Base. Es fehlen noch stärkere Helden. Es fehlt die Clanburg des Gegners, also alles ausbaufähig hier. Ich wollte hier letztendlich jetzt zweimal mit angreifen. Und wir haben in jedem Fall unsere 8 Millionen, haben auch ganz gut noch an Elex was reingeholt. Ich will jetzt in jedem Fall mal meine Truppen wieder, beziehungsweise meine Pokale mal wieder jetzt so ein bisschen runterbringen. Wo ist das Dunkle noch? Ah, okay, da ist das Dunkle noch. 12,5 Dunkles, ja, geht ja auch wieder. Oder 12,8 sogar. Jetzt werden es noch ein bisschen mehr, steigt nochmal, weil der Bonus ein bisschen höher ist hier oben.
Ja, ist auch ganz nett. Ist auch ganz nett. Aber das, was wir uns als Ziel gesetzt haben heute, ist in jedem Fall einer der Teslas. Und ich würde sagen, den starten wir auch an. 2 von 5 Bauarbeiter haben wir. Dann nehmen wir den erstmal und dann läuft der. Den setze ich allerdings immer gerne so ein bisschen um, sodass es den Anschein hat, als wenn alle meine Teslas hier außen wären. Ist natürlich nicht so. Ihr seht, ich schube im Moment auch die Ressourcen, um so ein bisschen mehr reinzubekommen, denn der nächste Bauarbeiter ist in einem Tag, 2 Stunden auch schon wieder fertig. Und dann soll ja mit Gold ein bisschen was weitergehen. Also es gibt reichlich zu tun hier. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier mit dieser komischen Kombi aus dem RH9-Bereich und natürlich auch den Clankriegsangriffen. Immer mal wieder zwischendurch. Da wird es nicht mehr so viel geben. Also es wird natürlich noch welche geben, aber nicht mehr so die Masse. Ich hoffe, dieses Format, so ein bisschen Wechsel gefällt euch ganz gut. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.